Am Wochenende veranstaltete die Kulturfabrik Hoyerswerda ihre Bürgerwiese. Das sogenannte Wiesenschiff ankerte diesmal im Wohnkomplex 8 im Nordosten der Stadt. Neben dem Familienflohmarkt gab es beispielsweise auch eine Bastelstraße und weitere Mitmachangebote. Zum ersten Mal hatten die Kinder auch die Möglichkeit, das Wiesenschiff KS Janota zu erklettern und erkunden. Auch wenn am Wochenende viel Regen vorhergesagt wurde, schien bei der Bürgerwiese die Sonne und lockte viele Hoyerswerda in die Parkanlage der Schöpsdorfer Straße.